Gerrit, Zeitalter der Pandemien. Gib mir mal einen kleinen Überblick zu, wie du die Zeitalter der Pandemien bzw. das grobe Spektrum von Evolution und Koexistenz mit Viren und uns als Homo sapiens siehst. Jetzt gerade stecken wir natürlich direkt in einer Pandemie drinnen und dann guckt man immer so aus seinen eigenen Pupillen nach draußen und denkt sich, boah, ich bin mittendrin und natürlich ist das gerade das absolut wichtigste Thema, ne? Wir müssen richtig gute Lösungen finden, für wie wir jetzt damit umgehen können, auf ganz vielen Ebenen, ne? Wir müssen allerdings gleichzeitig halt auch realisieren, wir brauchen halt Lösungen, die uns durch die nächste und die nächste und die nächste Pandemie halt durchbringen, ne? Und dazu finde ich es dann auch mal wichtig, auch zu verstehen, wie Viren und auch Menschen oder andere Lebewesen in der Vergangenheit miteinander umgegangen sind. Weil Pandemien gab es schon immer, manche schwerer, manche weniger schwer. Aber die Koexistenz zwischen Virus und Säugetier war schon immer gegeben. Ne? Und da können wir mal so in die ganzen Anfänge gehen, dass wir das Thema Virus vielleicht auch nicht nur in einem negativen Licht sehen. Ich meine, natürlich ist gerade das Thema Virus extremst negativ belastet und es ist ein gefährliches Virus, wo wir uns natürlich und unsere Mitmenschen vor schützen müssen. Und gleichzeitig müssen wir einfach mal ein bisschen auf die evolutionäre Geschichte von den ganzen Sachen schauen, um die Perspektive zum Teil ergänzen zu können. Dann können wir einfach mal an den Anfang des Lebens gehen. Ja, weil seit Anfang des Lebens, in dem Zeitpunkt, wo sich an heißen Quellen irgendwo im Ozean auf einmal Moleküle so formiert haben, dass sie das können, was wir heute als Lebenskriterien bezeichnen, nämlich zum Beispiel Replikation, Wachstum, ja, und Abgrenzung gegenüber dem Umfeld, was auch ein ganz wichtiges Feature ist von lebensfähigen Organismen. Ja. Und mit diesem Anfang von Leben ist auch der Anfang von Virus, weil auch Viren sind genetisches Material, was jetzt nicht so eine klare Form hat wie eine Zelle, aber es ist genetisches Material, was auch darum kämpft, repliziert zu werden. Wenn man Evolution ganz fundamental runterbrechen möchte, ist es der Versuch von Informationen, sich selber zu replizieren. Und einige der Informationsteile haben es halt in Form einer Zellmembran und in Form von multizellulären Lebewesen konstant versucht, sich selber zu replizieren und die Informationen in die Welt hinauszubringen. Und andere Organismen haben es halt als Virus, man könnte auch sagen, als parasitärer Organismus, als parasitärer Informationsanteil, die ganze Zeit probiert, so Huckepack zu reiten, sozusagen auf anderen Organismen. Aber wir haben schon die ganze Zeit miteinander koexistiert, und zwar in keinem unrelevanten Maße. Ne, die Evolution von multizellulären Lebewesen ist ganz maßgeblich beeinflusst dadurch, dass es Viren gibt und dass diese Viren mit dieser Evolution interagiert haben. Wir kennen die Vorstellung von Charles Darwin über die Evolution, dass das Umfeld gewisse Selektionsdrücke ausübt auf Organismen und im Rahmen von zufälligen Mutationen dieser Organismen überleben halt die, die diesem Selektionsdruck gewachsen sind, und die diesem Selektionsdruck nicht gewachsen sind, die versterben, und dadurch kann sich halt eine genetische Mutation sozusagen weiterentwickeln. Das ist eine sehr, sehr sinnhafte Theorie, die sich auch in ganz, ganz vielen Teilen halt immer und immer wieder bestätigt. Deswegen ist es ja auch so eine wichtige und beliebte Theorie. An manchen Punkten ist die rein darwinistische Erklärung von Evolution allerdings schwierig. Ja, es gibt zum Beispiel Phasen der Evolution, in denen auf einmal ganz viele neue Spezies entstanden sind. Eine kambrische Explosion nennt sich das zum Beispiel. Das ist eine wichtige Phase, eine wichtige geologische und biologische Phase, in der auf einmal ganz viele neue Spezies aufgepoppt sind. Wir haben nicht so genau die Erklärung dafür, warum auf einmal sich das verändert hat. Wir wissen, dass mit sich rapide verändernden Umfeldern auch die Mutationsraten von jedem einzelnen Lebewesen verändern. Aber auch das bringt noch nicht die ganzen Teile zusammen. Und da kommt halt dann so dieses Thema mit rein, dass wir verstanden haben, dass es nicht nur rein darwinistische Mechanismen gibt in der Evolution, sondern auch Mechanismen, in denen wir uns gegenseitig quer befruchtet haben, in denen wir genetisches Material quer ausgetauscht haben. Das ist ja auch das, wofür Viren bekannt sind, dass sie in der Lage sind, sozusagen Informationen in andere Organismen rein zu injizieren, die dann im genetischen Material versteckt sind und sozusagen weitergetragen werden. Das muss nicht immer nur negativ sein. Zum Beispiel gibt es einen genetischen Abschnitt in der menschlichen DNA heute, der mit ziemlich großer Sicherheit von Viren injiziert wurde. Das ist der Syncytin-Abschnitt, und der ist dafür verantwortlich, dass wir in der Lage sind, nicht mehr nur Eier zu legen, sondern unseren Nachwuchs innerhalb unseres
eigenen Organismus ist, in der Sicherheit und Wärme unseres eigenen Organismus ist auszutragen, sodass wir nicht davon abhängig waren, ein Nest zu beschützen, sondern wir konnten auf einmal weiter mobil sein und nach Nahrung suchen, was unglaublich krass ist. Und die Viren waren halt entscheidend daran beteiligt, an diesem Punkt, an diesem Sprung von Nicht-Säugetier zu Säugetier. Und deswegen redet man da häufig auch von Virolution, anstatt von reiner Evolution. Da gibt es zum Beispiel Frank Ryan, der da ein sehr, sehr relevantes, interessantes Buch geschrieben hat. Ne? The Most Important Evolutionary Book nach Richard Dawkins, das egoistische Gen. Ne? Also sagen wir mal Charles Darwin, die Herkunft von Spezies oder The Origin of Species. Das ist natürlich eines der wichtigsten evolutionären Bücher. Eines der zweitwichtigsten evolutionären Bücher ist sicherlich Lynn Margulis, die davon immer wieder geredet hat und gesprochen hat, wie Evolution nicht als isolierter Prozess zu verstehen ist, sondern Evolution passiert als alles immer als Koevolution von Umfeld und Organismus, aber auch als Koevolution von den einzelnen Organismen, die gegenseitig Selektionsdrücke ausüben, die aber auch gegenseitig genetisches Material halt teilen. Und ja, als Weiterführung davon dann das egoistische Gen von Charles Darwin, wo es Charles Darwin von Richard Dawkins, wo es um den Gedanken geht, dass Evolution nur der Versuch von Informationen ist, sich selber zu replizieren, aus ganz egoistischen Trieben. Und im nächsten Schritt natürlich spezieller beleuchtet, welche Rolle halt Viren genau bei dieser Evolution halt spielen. Und das nimmt nichts weg von der Relevanz und Gefährlichkeit eines heutigen Viruses. Ich denke nur, dass es halt wichtig ist, diesen Kontext mitzuhaben, damit wir auch relevante und hilfreiche Entscheidungen für die Zukunft halt treffen können. Denn ein komplettes Sterilisieren von Viren ist eine Strategie, die immunologisch auf jeden Fall auf sehr vielen Annahmen basiert, die noch nicht getestet sind. Also wir wissen nicht, was mit Organismen passiert, wenn man sie komplett von Viren sterilisiert. Wir wissen nicht, was mittelfristig oder langfristig mit Organismen passiert, die komplett steril von Viren sind. Was wir immunologisch ein bisschen wissen, ist, dass die komplette Sterilisierung von Viren nicht unbedingt dazu führt, dass jemand immunologisch unbedingt gesünder wird. Ich musste gerade super an so eine, ja, nicht so ein Flickenteppich, ich denke immer so ein bisschen in der Art dieses, es kommt immer was dazu und das wird dann mit aufgenommen. Ich finde es aber super spannend, das hat mir auch gerade richtig in die Haare, die ich mir habe nach hinten gepustet, sage ich mal, dass das mit den Säugetieren zum Beispiel, dieser Schritt, dass das sehr wahrscheinlich auf die Initiierung von einem Virus zurückzuführen ist. Und darf ich da einen Schritt weitergehen? Das, was ich vorher schon wusste, auf jeden Fall, was ich vorher schon wusste, ist, dass es nicht nur schlechte Viren gibt. Das ist aber was sehr wichtig zu verstehen ist. Lass uns einen Schritt weitergehen, weil wenn du dich mal in die egoistische Perspektive des Gens eines Virus versetzt, ne, denken wir Richard Dawkins, das egoistische Gen, was ist das, was du willst, was dein Wirt macht? Du willst natürlich, dass wenn du mit deiner genetischen Information ein Wirt, so ein Huckepack fährst bei einem Wirt, dann willst du vor allem, dass andere Viren nicht das Gleiche machen, sondern du willst das selber für dich haben, du willst selber der Virus sein, der diesen Wirt bevölkert. Und deshalb haben halt frühe Viren halt es geschafft, einen Wirt so zu manipulieren, dass er sich besser wehrt gegen andere virale Angriffe. Und das nennt sich Superinfektionsexklusion, kurz SIE. Und das ist halt die Idee davon, dass ein Virus in einen Wirt eindringt und diesem Wirt Fähigkeiten gibt, andere Viren abzuwehren oder auch Bakterien etc. etc. Und das sind die frühen Ursprünge höchstwahrscheinlich von dem, was wir heute Immunsystem nennen. Das heißt, unser Immunsystem ist zu einer großen Wahrscheinlichkeit von Viren entscheidend mitgeprägt worden und entstanden. Alles, was es heute gibt, ist irgendwann entstanden. Und wenn wir an diese ganzen Anfänge zurückgehen, ist es eine sehr, sehr relevante Hypothese, die zeigt, dass möglicherweise die Viren der Ursprung von unseren heutigen Immunsystemen sind. Auch nochmal, das macht den heutigen Virus nicht ungefährlich, aber es kann uns helfen, mit diesem Kontext in die Zukunft weitere Strategien zu entwickeln. Besonders auch die Sterilisierung von jeglichen Viren, die du gerade angesprochen hast, in Verbindung mit dem Immunsystem, da kannst du vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wir haben ja so gesehen zwei Arten von Immunsystemen, das eine, mit dem wir geboren werden, und das andere, was wir uns antrainieren. Besonders das Geborene ist dann ja auch etwas, das wir quasi
von der Mutter oder von den Eltern schon als Viren, ja, in Form von einem Immunsystem dann mitbekommen direkt. Da kann man ja gar nicht mehr zurück, sage ich mal. Das kann man ja nicht wirklich sterilisieren. Das ist natürlich aber auch nicht das präziseste, wie unser Immunsystem arbeitet. Das ist ja dann eher das andere. Genau, also wir reden häufig darüber, von dem Thema der Immunsignatur. Und kein Mensch auf diesem Planeten hat das Immunsystem verstanden. Und ich würde mich auf keinen Fall dazu zählen, zu sagen, ich habe das Immunsystem verstanden. Das Immunsystem ist eines der faszinierendsten und spannendsten Organsysteme, Zellverbände, die es gibt. Es gibt ein paar Dinge, die wir über das Immunsystem schon verstehen, oder zumindest sehr stark glauben zu verstehen in der Immunologie. Und da geht es halt viel darum, dass das Immunsystem natürlich aus verschiedenen Leveln besteht. Ne? Also angefangen bei einer Schleimhautimmunität, meine Lippen und Schleimhäute, da sind Immunzellen drin und die helfen mir schon sehr früh, ein Virus abzuwehren. Alleine das Vermeidungsverhalten, eine Maske anzuziehen und wegzubleiben, ist ein Teil unseres proaktiven Immunsystems. Zum Beispiel Hunde haben nicht einen großen Anteil vom proaktiven Immunsystem. Die lecken an einem Stück Scheiße und dann gucken, was das Immunsystem daraus macht. Die haben kein großes Vermeidungsverhalten. Wir haben diese Konzepte von Ekel, die eine sehr, sehr große, großen Teilen vom Immunsystem reguliert werden. Was auch nochmal ein ganz anderes spannendes Thema ist. Ja. Ja. Aber es sind halt diese verschiedenen Ebenen des Immunsystems, ne? Schleimhautimmunität, dann geht es natürlich in Richtung Antikörper, das ist sicherlich eine Ebene des Immunsystems, mit dem viele Leute was anfangen können. Dann gibt es das Thema T-Zellen, Frühabwehr, B-Zellen, sich an alte Virusinfektionen zu erinnern, im Rahmen der Gedächtniszellen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann, das ist so der Rahmen des erworbenen Immunsystems. Also Schleimhäute waren natürlich angeboren, aber so sagen wir Antikörper, T-Zellen, B-Zellen, das ist im Rahmen des erworbenen Immunsystems. Das haben zum Beispiel neugeborene Babys nicht so sehr. Aber dann gibt es halt auch einen zellulären biochemischen Anteil des angeborenen Immunsystems. Das nennt sich, und vor allen Dingen ist das Komplementsystem ist ein wichtiger Teil davon. Und wie du es gerade gesagt hast, so dass erworbene Immunsystem, eben Antikörper, T-Zellen, B-Zellen, das ist immer sehr spezifisch. Man kann sich das vorstellen wie so ein Scharfschützengewehr. Virus kommt, bap, ich eliminiere diesen Virus. Puh, perfekt. Und dabei kann es halt zum Beispiel auch eine Impfung helfen, diese Antikörper auszuprägen, diese spezifische Immunantwort zu bekommen. Da kurz die Brücke zu schlagen, das entsteht dann theoretisch dadurch, dass ich Viren bekommen habe vor ein, zwei Jahren, dann dieses erworbene Immunsystem besser geworden ist, um zu vermeiden, dass ich neue Viren bekomme, weil die alten Viren egoistisch sind und nicht wollen, dass ich neue Viren bekomme. Ja, genau. Und da, bei diesem Gedanken kann halt auch eine komplette Sterilität halt ein größeres Risiko darstellen gegenüber einer Situation, wo sich die Sterilität dann nicht vermeiden lässt. Denn eine komplette Sterilität von Viren ist dann gut, wenn man es wirklich garantieren kann. Aber wenn man eine komplette Sterilität und hält sich komplett von Viren entfernt und dann auf irgendwann kommt auf irgendwann eins, das kennen wir genetisch nicht, dann sind wir umso vulnerabler. Mhm. Ne? Und das ist so dieser, aus dem Risikomanagement, so ein Gedanke, dass in dem Moment, wo man versucht, alle kleinen Risiken zu minimieren, wächst das Risiko, ein absolut größeres Risiko und damit eine volle Breitseite zu bekommen. Und das ist immunologisch, biologisch natürlich höchst relevant, diese Fragestellung. Ne? Weil wir haben natürlich die ganze Zeit Kreuzreaktivität. Ne? Wir sind die ganze Zeit mit Virenkeimen konfrontiert und da sind ähnliche genetische Codes. Unser Körper, unser Immunsystem reagiert mit Antikörpern, reagiert auch auf allen anderen immunologischen Ebenen, um mit diesen Keimen umzugehen. Und das gibt uns eine gewisse breite Schutzfront gegenüber auch neuen Viren. Ja, also wenn ein komplett neues Virus kommt, was genetisch komplett neu ist, dann sind unsere Chancen echt mies, je nachdem, was dieses Virus für Strategien hat. Weil die Welt der Viren und die Welt auch der Bakterien ist halt unglaublich geprägt davon, von taktischer Kriegsführung. Die sind richtig, richtig gut darin, manche Areale unseres eigenen Immunsystems blind zu machen, auszuschalten und das ist ein ständiges Ziehen. Das nennt sich ja in der Biologie nennt sich das die Red Queen-Hypothese von Alice in Wunderland. Da geht es um die rote Königin. Man rennt die ganze Zeit, aber kommt nicht von der Stelle. Aber wenn man nicht rennt, stirbt man. Man muss sich konstant weiterentwickeln und anpassen, um am Leben zu bleiben. Aber am Ende des Tages sind Viren, Lebewesen oder Säugetiere, Viren, Bakterien sind die ganze Zeit aneinander am Zerren und am Ziehen und versuchen, die genetische, evolutionäre Überhand zu gewinnen. Aber kommen wir mal zu den Ebenen des Immunsystems zurück, weil eine interessante Sache ist halt, dass wir natürlich die Scharfschützen haben, Ebene Antikörper, T-Zellen, B-Zellen, aber wir haben da drunter auch, stell dir vor, du hast eine militärische Basis und der Feind dringt weiter ein, die Scharfschützenlinie schon durchquert, dann ist am Ende der letzte Ausweg so, die ganze Basis hochzujagen, damit der Feind nicht an die wichtigen Informationen kommt, so ungefähr.
Und so eine Art kann man sich das Komplementsystem vorstellen, wenn ich jetzt mal eine einfache Metapher dafür finden möchte. Das Komplementsystem ist eine sehr, sehr unspezifische Antwort des angeborenen Immunsystems. Und da geht es viel halt darum, dass Entzündungsbrände gelegt werden. Und gerade wenn man eine chronische Entzündung hat, das heißt eine chronische Aktivierung des Komplementsystems, dann ist man in einer größeren Gefahr, dass man keine spezifische Antwort hat auf neue Viren, weil die sozusagen die Frontlinien ein bisschen verblindet sind. Und gleichzeitig ist man auch in einer größeren Gefahr, dass das Immunsystem, wenn es dann mal übermannt ist, es nicht mehr schafft, sich selber zu stoppen. Es entstehen also viele Kollateralschäden, wo das Immunsystem sehr viele Kollateralschäden auslöst am eigenen Gewebe, an Lungengewebe, an Gefäßgewebe. Und das ist dann das, was wir im schlimmsten Fall als Zytokinsturm bezeichnen oder als ARDS auch. Das ist eine kleine andere Abwandlung davon, aber Acute Respiratory Distress Syndrome. Und das ist halt so ein akutes, entzündliches Lungenversagen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und was dann halt spannend ist, ist, dass wir natürlich jetzt hier es nicht mit einem Virus zu tun haben, was bei Kontakt jeden erlegt, wie zum Beispiel ein Ebola-Virus. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch keine Erkältung, wo, na, scheiß drauf, wenn ich es bekomme. Es ist sehr ernst zu nehmen und es scheint die Gesellschaft halt zu spalten. Es scheint sie zu spalten in die, die es richtig erwischt und in die, an denen es scheinbar recht unproblematisch vorübergeht. Es gibt natürlich auch immer wieder da Langzeitfolgen, die gibt es auch bei anderen viralen Erkrankungen. Wir müssen die natürlich jetzt beim Covid noch viel, viel besser verstehen. Aber wir wissen, dass es hauptsächlich die am schwersten erwischt, die chronische Erkrankungen haben. Wir sagen das immer so, die chronische Erkrankungen haben, als wenn das so ein An- und Aus-Switch wäre. Mhm. Aber chronische Erkrankungen befinden sich auf einem Spektrum von Immunaktivität. Und die meisten chronischen Erkrankungen haben es gemeinsam. Ne? Also zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkte, Übergewicht. Die haben alle eine entzündliche, nicht alle, aber die haben zu einem großen Teil eine stark entzündliche, chronisch entzündliche Komponente an ihrem Fundament. In der modernen Wissenschaft nennt man das die Metainflammation. Das ist eine durch den Stoffwechsel ausgelöste chronische Entzündung. Ja, da gibt es einen Kerl von der Harvard University, der 2017 ein großes Paper darüber geschrieben hat, Metainflammation, so am Fundament von sehr vielen chronischen Erkrankungen. Und was wir halt finden, gerade beim aktuellen Coronavirus, dass vor allem die Leute, die so Marker dieser Metainflammation haben, das heißt Marker dieser Stoffwechselverschiebung oder Marker dieser chronischen Entzündung, dass das die sind, die es scheinbar am schwersten trifft. Das klingt an sich dann wie... als wäre der Virus ein bisschen auf optimiert entstanden, so eine westliche Überflussgesellschaft hart zu erwischen. Wir haben ja gerade, das ist super spannend, wenn man überlegt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, es ist immer dieses Tauziehen zwischen Rennen und Anpassung und die Viren passen sich wieder an, die Menschen passen sich wieder an. Wir haben, Viren haben eigentlich in der Lage, gewisse Schwachstellen in unserer Gesellschaft oder unserem System darzulegen dann auch. Das ist ja auch genau das, was jetzt quasi passiert ist, ne? Oder auch fortwährend uns immer deutlicherer wird. Voll. Wir müssen natürlich immer aufpassen, irgendeine Intention in evolutionäre Prozesse reinzubringen. Darum, das hast du auch gerade gar nicht random gemacht, ne? Damit das ist einfach in den falschen Hals kommt. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt eine andere Schwachstelle hätten, dann gäbe es ein anderes Virus, was die dann wahrscheinlich exposed hätte. Also das Tauziehen ist ziemlich wahrscheinlich immer da. Ja, es war schon immer da, es wird immer da sein. Und gerade scheint eine Schwachstelle halt zu sein, dass wir chronisch überaktive Komplementsysteme haben. Dass wir dieses Thema Metainflammation, das ist eine unserer Schwachstellen. Jens Spahn hat selber gesagt, wir haben 30 Millionen Menschen in Deutschland in der Risikogruppe. Wir haben 30, 35 bis 40 Millionen Leute in Deutschland. Das ist die Hälfte, die eine Insulinresistenz haben, das heißt, die einen schlechten Energiestoffwechsel haben auf Zuckerebene. Dann gibt es sehr viele Leute mit Blutfettstoffwechselstörungen. Und diese Stoffwechselstörungen lösen halt in ihrer Folge eine Entzündung halt aus. Und wenn das halt ein chronischer Zustand ist, dann ist das Immunsystem an ganz, ganz vielen Baustellen beschäftigt. Ja? Und diese chronischen Erkrankungen, die haben wir ja dann, wenn sie eine diagnostische Linie überqueren, die wir als Menschen irgendwann festgelegt haben. Ja, zum Beispiel ein Diabetes hat man ab einem Langzeitblutzucker von 6,5 oder ab einem einmaligen Blutzucker von über 3 Milligramm etc. Da gibt es diagnostische Linien und Kriterien für alle diese Erkrankungen. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass dieser Krankheit ab diesem Tag da war. Menschen sind nicht 100% gesund und haben am nächsten Tag 100% Diabetes. So läuft das nicht. Sondern es gibt alles, es ist eine Skala. Ja. Ja, und auf dieser Skala bewegen wir uns tagtäglich auf und ab. Und unsere Immunsignatur ist halt das, was eine der wichtigsten Ausprägungen davon ist, wo wir uns auf dieser Skala befinden. Es ist so ein bisschen genau wie das gesagt hast, dass man die Skala so ein bisschen ablesen kann, beziehungsweise einordnen kann. So.
Was sind die verschiedenen Ringe meiner Verteidigung? Wie sind die gerade in Form oder auch nicht in Form? Und was kann ich tun? Oder wie beeinflusst mein Lebensstil die Immunsignatur im Guten, im Schlechten? Ach so, Lebensstil ist ein gutes Stichwort, weil wir stellen uns natürlich die ganze Zeit die Frage, wie können wir denn unsere Immunsignatur ausoptimieren? Dann ist es auch wieder wichtig, diesen Koevolutionsgedanken zu nehmen, weil unser Immunsystem hat sich ja ausoptimiert über zahlreiche Millionen von Jahren. Ja. Die Menschheit ist 300.000 Jahre alt, aber alles davor ist ja das, wo wir genetisch drauf aufbauen. Und das ist koevolutioniert in einem bestimmten Umfeld. Und es ist darauf koevolutioniert, sich an dieses Umfeld maximal gut anpassen zu können und an die Anforderungen dieses Umfeldes. Und wenn wir auf einmal unser Umfeld massiv verändern, also wir kommen mit alten Genen, die mehrere Millionen Jahre Leben hinter sich haben, irgendwas zwischen 2 und 3 Milliarden Jahre Leben hinter sich haben, das Umfeld natürlich sich immer verändert hat und diese Gene perfekt darauf adaptiert sind, auch immunologisch, unser Immunsystem perfekt dafür gemacht ist, und in den letzten 150 Jahren, weil lass uns mal ein paar Schritte nehmen, 12.500 Jahre auf einmal nicht mehr Sammler-Jäger, sondern sesshaft geworden, Agrarkultur. Komplett anderer Lebensstil. Dann industrielle Revolution. Dann Digitalisierung. Das Umfeld hat sich exponentiell verändert, aber die Geschwindigkeit unserer Genmutationsraten ist bis jetzt noch gleich geblieben. Es kann gut sein, dass ähnlich wie bei der kambrischen Evolution Explosion. Entweder jetzt auch eine Explosion der genetischen Mutationsraten passiert oder wir sozusagen vielleicht sogar mit einem Coronavirus koevolutionieren. Who knows? Aber Dinge passieren. Und wie wir auf das Umfeld dahin kamen, ist, das Umfeld hat sich halt rapide verändert. Und was wir halt wissen über das Immunsystem, das ist halt viele dieser Reize aus dem Umfeld halt benötigt, um optimal zu funktionieren. Ne? Zum Beispiel Kontakt mit der Natur ist ein ganz wichtiger Reiz für das Immunsystem, optimal zu funktionieren. Bewegung, körperliche Bewegung. Es gibt ein Argument dafür, dass unser muskuläres System Teil des Immunsystems ist. Ne? Weil bei jeder muskulären Aktivität werden Myokine ausgeschüttet, Botenstoffe des aus dem Muskel, Botenstoffe, die das Immunsystem regulieren. Wir sind darauf angewiesen, die Nahrung aus unserem natürlichen Umfeld zu extrahieren, weil da sind wichtige Botenstoffe drin, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren aus gesundem Fisch. Die nennen sich auf immunologischer Ebene, nennen die sich Resolvine, weil die in der Lage sind, ein überaktives Komplementsystem, ein überaktives Immunsystem zu resolven und aufzulösen. Und wenn wir davon nicht genug haben, es gibt noch, natürlich noch eine Reihe von anderen Resolvinen, aber das sind alles Stoffe, die unser Umfeld jetzt immer geboten hat. Und wenn wir einfach komplett entkoppelt von unserem Umfeld leben, immer bei der gleichen Zimmertemperatur, in viereckigen Räumen mit Licht, was ein ganz anderes Spektrum hat, wie erst Nahrung verpackt wurde und komplett synthetisch hergestellt wurde, dann ist unsere Immunfunktion einfach nicht so gut, wie sie sein kann. Und das ist überhaupt gar kein streitbarer Punkt. Also wir reden jetzt hier darüber, dass Kältekontakt, Naturkontakt, Bewegung und gute Ernährung wichtig für das Immunsystem sind. Und das ist nicht zu unterschätzen, in welchem Maße das unser Immunsystem beeinflusst. Genau das, ich denke auch, das ist ja noch gar nicht so lange her. Vielleicht nicht mal 100, ja, vielleicht 100 Jahre so knapp. Der Lebensstil, den wir jetzt haben, wie du gerade gesagt hast, künstliches Licht, immer warm, alles ist Essen, ist verpackt. So, ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass das alles Essen immer schon so eingeschweißt und verpackt und alles war vor 1900. Das war auch noch nicht gegeben, dass man da immer eine Heizung und alles hatte. Da wurde noch mit Öfen und allem auch geheizt. Ja, und die Level an Stress und unser Bezug zur Bewegung. Ne? Also damals waren wir angewiesen auf Bewegung, um weiter existieren zu können, weil wir entweder das für Sammeln und Jagen gebraucht haben oder weil wir es für nomadische Aktivität benötigt haben oder für Häuserbau etc. Lehmhütten bauen, Holz sammeln, Bewegung oder Tod. Heute ist es gefühlt anders. Heute haben wir Kühlschränke, wir kriegen Essen geliefert, wir müssen uns nicht bewegen, Autos. Ja. Die direkte Konfrontation mit Bewegung oder Tod ist nicht mehr da. Aber es ist nicht so falsch. Also Bewegung ist absolut essentiell für körperliche Funktionen. Ich meine, die WHO sagt glasklar, dass wir mehrere Stunden Bewegung brauchen pro Woche, um optimal funktionieren zu können, auch immunologisch. Es spricht ja auch nichts dagegen, so wie wir uns bis jetzt entwickelt haben mit all den ganzen schönen Dingen im Leben, sage ich mal, wie auch Fernsehen gucken und all die Sachen.
das weiterzumachen. Wir haben ja hart dafür gearbeitet, dahin zu kommen. Das muss man ja auch mal sehen. Jetzt muss man nur weise mit den Ressourcen umgehen. Wir müssen jetzt nicht mehr überlegen, wann kriege ich wieder was zu essen? Schaffe ich es jetzt noch darüber zu gehen, Feuerholz zu holen, wenn es minus 10 Grad draußen ist? Die Gedanken müssen wir nicht mehr machen. Wir können uns aber dann diese Ressourcen nehmen und trotzdem gewisse Freiräume schaffen, indem wir sagen, ich werde jetzt kurz mal rausgehen für 10 Minuten ohne Jacke. Ich muss zwar nicht, um das Feuerholz zu holen, aber ich tue das, weil es mir gut tut, weil es meinem Organismus gut tut. Aus Respekt gegenüber den alten Genen und der alten Zellfunktion. Ja. Respekt ist ein guter Finisher. Nein! War der Akku leer oder was? Beide nicht? Ich habe eigentlich dumm gar nicht in die Kamera, also null in die Kamera geguckt. Okay.